So, da sind wir auch schon wieder bei. Komm mit in den Stall. Jetzt gucken wir mal, was hier noch so gibt eigentlich. Wir müssen ein bisschen mal erkunden gehen, was hier noch für Arbeit zu tun gibt. Wir sollen ja auch noch hier im Hof helfen und ja, unter die Hand, unter die Arme greifen. So. Also wir sollen halt helfen. So. Okay, da hat's nix. Was hat's da? Oh je, wer ist denn das? Das Blondchen. Hallo? Hallo? Ein verdrecktes Pferd arbeitet schlechter. Und nun ist es verdreckt. Ein verdrecktes Pferd arbeitet schlechter. Und nun ist es verdreckt. Ach, es ist jetzt verdreckt und es arbeitet schlecht. Wo sind wir eigentlich? Hier, okay. Ah, das sind die Koppeln. Beziehungsweise irgendwie Reitplatz oder so. Oder Koppel. Raff ich jetzt nicht genau, was das sein soll. Das sieht nach Reitplatz aus, aber... Vielleicht, Turniere. Aha. Okay, das Pferd ist verdreckt. Das ist ein Vogel, wie süß. Ich finde, das spielt sich richtig cool wie so ein Adventure. Ich mag das gerade voll. Ich finde auch die Optik irgendwie ganz geil. Obwohl es jetzt nicht so detailreich ist, aber ich finde es echt schön. Gut. Ich glaube, wir gehen mal wieder in den Stall, oder? Ich weiß jetzt auch nicht. Ah, wer ist dies? Hallo? Meine Zöpfe. Dieses Mädchen will bei einer Springprüfung mitmachen, aber ihr fehlt etwas. Ein Sattel. Und ein Helm. Gamaschen. War das jetzt gut? Ist die Zeit abgelaufen oder gab es nur drei? Ich kann jetzt hier auch keine Springprüfung machen, also. Komm, wir reden nochmal mit ihr. Ich weiß, wie du eine Menge Geld verdienen kannst. Oh. Kauf IT-Aktien. Ich kenne mich doch mit Aktien überhaupt nicht aus. Das ist ganz leicht. IT hat irgendwas mit Computer zu tun. Glaube ich wenigstens. Ich glaube auch. IT-Aktien kaufen ist eine super Idee. Das machen wir auf jeden Fall. Liebes Tagebuch. Nun habe ich von jedem etwas. Gut, dass ich das gemacht habe. Oh. Oh, das Putzmädchen braucht meine Hilfe. Putzmädchen. Na, hierher. Komm her. Kommst du her? Na komm. Na lauf. Ich vergesse immer ihren Namen. Monika. Monika? Ja. Welche von diesen Sachen solltest du einem Pferd nie geben? Burger. Schlangen. Ihr dürft also einem Pferd keine Burger und keine Gummischlangen geben. Merkt euch das bitte. Ach, guck mal. Die Frau mit dem flachen Arsch hat Probleme. Wir fragen sie mal. Hier siehst du ein Pferd. Ja. Kannst du den Ring um die Schulter, den Rippenbogen und den Ellenbogen setzen?
Was? Ich kann den Ring? Und die Schulter? Aber was? Ich weiß ja nicht, was du willst. Hä, was will sie denn? Bestimmte Klamotten passen eben besser zu den einzelnen Disziplinen als andere. Nicht so ganz. Ich für meinen Teil wähle mir die aus, die am schicksten aussehen, aber... Hat er noch Arbeit? Ich bin so froh, dass ich endlich noch eine Aushilfskraft für die Stallarbeit gefunden habe. Gibt's hier irgendwie so einen nächsten Tag oder sowas? Oder laufe ich jetzt hier noch rum und versuche mit den Leuten zu reden? Ah ja, wieder eine neue Aufgabe. Das sind immer so coole Rätsel. Monika, na? Weißt du, was Gymkhana bedeutet? Ein Gymkhana. Treffplatz für den Pferdesport. Reiten verlängert das Leben. Ach so, das ist Gymkhana. Spiel auf dem Pferderücken. Ist das nicht Voltigieren? Wir probieren das mal. Gym ist wegen Gymnastik. Kana heißt vielleicht irgendwie... Wir versuchen das mal. Ah cool, wieder fett Geld gekriegt. Ah, das ist jetzt wahrscheinlich bloß vorgeplänkelt, dass ich mein erstes Pferd kaufen kann. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so machen können. Vielleicht hat noch jemand eine Notlage. Da hinten war doch noch so ein junges Ding. Aha, seht ihr da? Komm, Fragen beantworten. Voll geil. Na? Was versteht man unter einem Abzeichen? Zeichen, die dem Pferd sagen, was du von ihm willst. Eher nicht. Weiße Partien, die von der Kopfnarbe des Pferdes abweichen. Oder Piktogramme, die anzeigen, wo man einen Parcours im Dressurpferd zu verlassen hat. Ich würde sagen, dass die weißen Partien, das weiß ich, so wie Blässe, Stern und diesem ganzen Gedönse. Soweit kenne ich mich schon aus. Bin ja schon voll Pferdefachmann. Anfänger. Ich bin Pferdefachanfänger, so quasi. So, und dann, was hat sie wieder jetzt? Ich komme hier langsam richtig auf den Geschmack, diese ganzen Rätsel zu machen. Ich hoffe nur, dass ich sie so einigermaßen richtig beantworten kann. Müssen wir mal gucken. Wenn es wirklich mal aufhören würde zu regnen, wäre es auch ganz angenehm. Na? Weißt du, wozu man ein Vorderzeug braucht? Ein Vorderzeug? Um zu verhindern, dass das Pferd durch den Hafer verletzt wird. Das sind die Zügel, die man vor einer Dressurprüfung anlegt. Vorderzeug. Um zu verhindern, dass der Sattel nach unten rutscht. Nach hinten rutscht. Vorderzeug und dann rutscht der Sattel nach hinten. Ich glaube, das... Weil die anderen Sachen, die kämen mir irgendwie anders bekannt vor. Da war ich jetzt aber unsicher, ehrlich gesagt. Oh komm, das Blondchen ist hat nochmal ein Problem. Wir versuchen ihm diesmal auch wirklich zu helfen. Das letzte Mal hat das ja nicht so gut funktioniert. Wofür benötigt man eine Stalldecke? Eine Stalldecke, um das Pferd warm zu halten, um das Pferd trocken zu halten, um den Schweiß des Pferdekörpers nach einem Training aufzusaugen. Um das Pferd warm zu halten. Eine Stalldecke. Ja, das Pferd trocken zu halten. Um den Schweiß des Pferdekörpers nach dem Training aufzusaugen. Also das glaube ich nicht, dass man den Schweiß aufsaugt. Aber im Stall, wenn das Pferd dann im Stall steht, warm ist es ja im Stall. Ich nehme mal das letzte. Scheiße. Ich dachte mir schon, das ist Quatsch. Das war bestimmt das erste, ist nur falsch ausgedrückt. Mist, ey. Blöden Fragen hier. Warum immer die? Die hat immer so Fragen, die ich falsch beantworte. War es wahrscheinlich doch das erste. Da habe ich gefailt. Wie lange ist eine Stute trächtig? Boah. 10 Monate? Oder 11? 11 Monate? Oh, wie war das bei Horse? 11 Monate. Jawohl, sehr gut. Dann gehen wir zurück und machen hier weiter. Wir gehen jetzt hier immer dieselben Wege. Ich denke, das ist immer der Kreislauf. Jo, genau. Na, du schon wieder. Hi. Hast du noch eine Frage an mich? Wie viel Punktabzug gibt es beim Springreiten beim Sturz des Reiters oder des Pferdes? Oder von beiden? Vier, glaube ich. Vier waren das. Nein, 10? 6? 8?